Tiefbau, Entsorgung, Abbruch und Baustoffe. Das sind die Kernbereiche, in denen das Bauunternehmen Riem & Sohn tätig ist. In Teil 1 haben wir uns bereits eine aufwendige 24-Stunden-Baustelle angesehen und die Abbrucharbeiten mit einem 70-Tonnen-Bagger gezeigt. Teil 2 beginnt am Standort von Riem & Sohn in Erftstadt-Erb, südwestlich von Köln. Das Betriebsgelände ist insgesamt 55 Hektar groß und umfasst die Verwaltung, eine Werkstatt, das Kieswerk und die Deponie. Freddy kennt das weitläufige Areal wie seine Westentasche. Mit dem Unimog und Wasserfass sorgt er dafür, dass die Zuwegungen zwischen den einzelnen Bereichen immer gut befestigt sind und eine übermäßige Staubentwicklung verhindert wird. Im nördlichen und neuesten Ausbauabschnitt der Kiesgrube geht es an diesem Tag richtig zur Sache. Zwei Traktoren und ein Volvo-Dumper transportieren direkt unterhalb der Abbruchkante das Sand-Kies-Gemisch zu einem anderen Abschnitt des Betriebsgeländes. Als Subunternehmer wurde für diesen Job der Agrarservice Sperling angeheuert. Die Partnerschaft zwischen den beiden Betrieben existiert bereits seit längerem und funktioniert gut. Die Fendt-Traktoren stellen mit den Tridem-Mulden eine gute Ergänzung der Dumper und Lastwagen dar. Die VGM-Mulde ist für besonders große Lademengen ausgelegt. Beim ausschließlich baustelleninternen Transport, wie in diesem Fall, wiegt das Gespann samt Traktor satte 59 Tonnen. Die Grube ist im Bereich der Abgrabungen bis zu 25 Meter tief. Das Kies-Sand-Gemisch, welches unterhalb des Oberbodenprofils den überwiegenden Teil ausmacht, wird vorwiegend in der eigenen Kieswäsche verarbeitet und dann als Baustoff weiterverwendet. Der Standort inmitten der Kölner Bucht ist für die Kiesgewinnung ideal. Im nächsten Schritt wird das gigantische Erdloch aufwendig zu einer Deponie Klasse 1 ausgebaut. Dafür werden unter anderem riesige Folienbahnen ausgelegt und eine Drainage installiert. Alles zum Zweck, um hier später beispielsweise gering belasteten Bauschutt vorschriftsmäßig entsorgen zu können. Die mehr als 100-köpfige Mannschaft des Bauunternehmens setzt sich zusammen aus Mitarbeitern unterschiedlicher Qualifikationen. Auszubildende in verschiedenen Bereichen, Kraftfahrer, Baumaschinenführer oder Vermessungstechniker und Bauingenieure. Die Bandbreite ist groß und Mitarbeiter zur Verstärkung des Teams werden ständig gesucht. Nochmal zurück an die Abbruchkante. Florian koordiniert die Arbeiten an diesem Tag. GPS-gestützt wird mit der 18 Tonnen CAT-Planierraupe der Hang in einem vorgegebenen Winkel abgetragen. Versuch mal ein bisschen weiter links hochzukommen, hier sieht's gut aus von unten. Auf Außenstehende wirkt der Einsatz halsbrecherisch, aber Fahrer Selçuk hat alles im Griff. Die Raupe kann sich auf dem gewachsenen Boden stabil bewegen. Der Grip reicht sogar aus, um zur Frühstückspause zu seinen Kollegen zu rutschen. Die Betriebsgenehmigung für die Kiesgewinnung erhielt Unternehmensgründer Peter Riem bereits im Jahr 1946. Einige Jahre später kam die Genehmigung für den Deponiebau hinzu. Heute kann das Bauunternehmen Riem & Sohn seinen Kunden somit den Abbruch und die fachgerechte Entsorgung des Bauschutts sowie die Bauvorbereitung und Baustofflieferung anbieten.
Unbelasteter Bauschutt wird über eine stationäre und eine mobile Brechanlage zu 1500 Tonnen Recyclingmaterial pro Tag verarbeitet und im Anschluss wieder als sogenanntes RCL im Straßen- und Wegebau eingesetzt. Eine Kreislaufwirtschaft, in der mit Gewerbe- und Privatkunden zusammengearbeitet wird. Rund 60 aktive Baustellen laufen in der Regel parallel. Beginnend bei kleinen Aufträgen, bei denen lediglich eine Maschine angefordert wird, bis zu echten Megabaustellen im Ruhrgebiet und dem Rheinland. Vor allem bei Erdarbeiten und dem Abbruch hat man sich dabei einen Namen gemacht. Ein hohes Maß an Erfahrung bedarf es auf dieser Baustelle, die sich mitten in Köln, gerade einmal 5 Kilometer entfernt vom Kölner Dom befindet. Die 18 Hektar große Grünanlage Blücher Park existiert bereits seit über 110 Jahren. Das zentrale große Wasserbecken machte zuletzt aber immer wieder Probleme und wird nun durch das Team von Riem und Sohn vertieft. Knifflig ist dabei das Verlegen der Kunststoffdichtungsbahnen, die zur Abdichtung der Teichanlage dienen. Innerhalb des Unternehmens und vor allem im Deponiebau gibt es viele Kompetenzen und Synergieeffekte, die sich auf solche ähnlichen Aufträge übertragen lassen. Das Bauvorhaben zieht sich insgesamt über ein Jahr. Während des gesamten Bauprozesses gilt es, den Denkmalschutz der umliegenden Maueranlagen und Terrassen zu berücksichtigen. Noch eine weitere Riem- und Sohn-Baustelle haben wir uns in den letzten Monaten angesehen. Die Abbrucharbeit zählt zu den Kernkompetenzen des Betriebs. Ausgezeichnet hat man sich dabei in der Vergangenheit immer wieder bei komplizierten Aufträgen. Dazu zählt auch diese Baustelle im Kölner Westen. Der 35 Meter hohe Kamin eines ehemaligen Industriebetriebs steht gerade einmal 50 Zentimeter entfernt von der Grenze zu den Nachbarn. Dadurch lässt sich das Bauwerk nur kontrolliert von oben nach unten abtragen. Zunächst werden aber die umliegenden Hallen platt gemacht. Ein Fall für den CAT 349E. Mit seinem Long Front Arm kann bis zu einer Höhe von 28 Metern gearbeitet werden. Die letzten Meter bis rauf zur Kaminspitze werden dann später mit einem Podest überbrückt. Leider war es uns nicht möglich, den weiteren Fortschritt dieser Baustelle ausführlicher zu dokumentieren. Den CAT 349E zeigen wir euch allerdings bei einem Kaufhausabbruch auch im ersten Teil der Filmreihe zu Riem und Sohn hier auf YouTube. Wenn euch dieser Film gefallen hat, dann vergesst nicht, ein Like oder sogar Abo unseres Kanals abzugeben. Für weitere Informationen und Karrierechancen bei Riem und Sohn besucht die Internetseite des Betriebs unter riem-sohn.de.